Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shovel Knight Plague of Shadows. Storytechnisch fehlt uns jetzt nur noch der Turm des Schicksals, aber bevor wir das machen, werden wir noch den eiskalten Sprint und die Halle der Helden abschließen. Wir fangen mit dem eiskalten Sprint an. Dafür brauchen wir... Wo haben wir es denn? Oh Gott, welches war das denn nochmal? Flakon der Flintigkeit, genau. Wie ging das? Ah, sobald man ihn aktiviert. Okay. Gut. Zwei Chiffrenmünzen haben wir jetzt schon mal. Ich glaube, 10 sind hier versteckt. Waren es, glaube ich. So, dich nehmen wir mit. Okay, dich haben wir auch. So. Euch brauche ich dann nicht mehr. Alles anhalten. Haben wir nochmal eine? Jetzt haben wir schon 6. Sehr schön. Und wieder einen ganzen Haufen Gold, das ich mittlerweile wirklich nicht mehr brauche. Okay, 7 Münzen. Und bis jetzt noch nicht einmal gestorben. Nächster Abschnitt. Oh, scheiße. Uah. So viel zum Thema, jetzt bin ich noch nicht einmal gestorben. So. Komm schon, rein. Rein mit dir. Sehr schön. Ah! Ach, verdammt, okay. Das war jetzt zum was ausprobieren, ob ich, während ich so renne, den Bombensprung aufladen kann. Habe ich jetzt rausgefunden, kann ich leider nicht. Und 20 Münzen waren es, nicht 10. Verdammt. Zu früh. So, rein mit dir. Und jetzt aber. Nein. Drei Münzen fehlen noch. Zwei noch. Ah, okay. Da haben wir sie ja. Und das Gold, das ich jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr brauche, habe ich jetzt auch zum größten Teil wieder drin. Glaube ich mal. 110 Goldmünzen. Jetzt gehen wir noch in die Halle der Helden. Das müssen wir ja auch irgendwann machen.
Legner, ich meine, willkommen, Meister. Hier geht rein gar nichts Verdächtiges vor sich. Natürlich doch nicht. Da ist er, der Alchemist des Ordens. Packt ihn, der kann nicht alle schlagen. Okay, darum geht's hier. Wir müssen diese Ritter besiegen. Aber das werden wir jetzt nicht gleich am Anfang tun, denn hier gibt es, wie ihr sehen könnt, auch Chiffrenmünzen. Und einige sind hinter diesen Bildern hier versteckt. Und der Level ist zu Ende. Ganz kurz, ich nehme jetzt die Zeit, das zu erklären. Der Level ist zu Ende, sobald ich sämtliche Ritter besiegt habe. Deshalb habe ich jetzt in den Orten, wo sich keine Gemälde befinden, die Ritter leben lassen. Damit ich in aller Ruhe sämtliche Gemälde zerstören kann. In der Hoffnung, dass ich so sämtliche Chiffremünzen bekomme. Okay. Ach, nerv mich bitte nicht. Ach, ich habe keinen Mana mehr. Okay. Na los, aufladen. 4 Münzen. Ich gehe mal davon aus, dass sich hier 20 Münzen befinden werden. Okay, das waren jetzt hier sämtliche Ritter, wie wir sehen können. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sich die Lichtverhältnisse verändert haben. War nichts. Das ist ein Ritter. Und Gold. Das Gold ist mir relativ egal. Ich will nur die Chiffrenmünzen. Ich will echt mal gucken, ob ich sämtliche Chiffrenmünzen in einem Durchlauf von Plague of Shadows erwischen kann. Okay. Hätte ich eigentlich, glaube ich, ignorieren können, bis ich sämtliche Bilder habe. Aber egal. Ich habe ja noch woanders Ritter, die ich ignoriere. Moment mal, ist das da unten Ego-Raptor? Sieht voll so aus, ganz im Ernst. Okay, ihr kommt erstmal nach da rechts. Wie gesagt, ich will jetzt erst das komplette Halle auf den Kopf stellen. Und sämtliche Bilder zerstören, in der Hoffnung, sämtliche Chiffrenmünzen hier zu bekommen. Okay, du stehst mir im Weg. Ach. Ich bin so dankbar, dass Plague Knight regenerierendes Mana hat. Okay.
Damit hätten wir 11 schiefere Münzen. Entschuldigt kurz. Tut mir leid, ich bin unglücklicherweise immer noch ein bisschen erkältet, aber das soll uns jetzt nicht davon abhalten, hier die Halle der Helden abzuschließen. Okay, jetzt geht's da hoch. Was? Ach, das sind Stacheln! Oh meine Güte, wie unfair ist denn das? Die sieht man ja gar nicht. Ach, sag mir bitte jetzt nicht, dass ich jetzt wieder alle... Ach, leck mich doch am Arsch. Wer macht in der Halle der Helden an so einer Stelle Stacheln hin? Ganz im Ernst, das... Oh. Ist doch jetzt nur, um mich zu ärgern, oder? Vergessen wir es einfach. So, hier hinten war auch nichts mehr, oder? Ich will absolut sicher gehen, dass ich hier nichts übersehe. Das kommt hoch. Ach, so nicht. Lass mich in Ruhe, du Idiot. Okay. So, jetzt sieht es langsam doch wieder nach ein bisschen was aus. So. Hier werden dann alle weg. Und jetzt muss ich da links aufpassen. Beziehungsweise im Generellen ein bisschen besser aufpassen, dass ich nicht wieder in Stacheln reinrenne. Okay. Wir haben 14 Münzen hier. Das ist doch schon mal was. Okay, jetzt sind es 15. Ach, das ist wieder so ein blöder Raum, in dem man nicht sieht, wo man durchfällt. Aber egal. Ich ignoriere ich jetzt einfach. Ach. Komm schon. Da unten müsste noch. Ja, hier ist noch. 3 Münzen müssten hier irgendwie in den ganzen Gemälden noch versteckt sein. Mindestens zumindest, schätze ich jetzt mal. Ich glaube nicht, dass es 30 Münzen hier sein werden, sondern eher 20. So. Was ich mir irgendwie wünschen würde in diesem Spiel, wenn es irgendwie möglich wäre, dass das Spiel einem signalisiert, wenn man sämtliche Münzen in einem Level hat. Also gut, wir haben 20 Münzen, ich schätze mal, das waren alle. Jetzt kümmern wir uns doch noch um die Ritter.
hier ist keiner mehr. Ah, da kann ich mich nicht zerquetschen. Okay, sehr gut. Ich hätte jetzt keine Lust, das Ganze hier nochmal zu machen. War rechts noch irgendjemand? Ja, ich glaube, rechts habe ich noch jemanden leben lassen. Da ist er auch schon. Jetzt komm, geh kaputt. Yep, und es wird wieder dunkel. ...130 Münzen. Ist doch was. So, da sind wir. So, jetzt müssen eigentlich die unter mir die letzten Ritter da drin sein. Yep, das war's. Oberwache, wir ergeben uns. Bitte greif uns nicht mehr an. Okay. Als Plague Knight scheinen wir kein Geld zu brauchen, um in die Halle der Helden zu kommen. Das ist schon mal schön. Gnade, du kannst alles behalten, was du bei deinem Amoklauf an dich gerissen hast. Da, das Gold hier kannst du auch noch haben. Im Grunde ist das Training mit einem Schurken wie dir gut für die Moral. Vielleicht könnten wir ja zusammenarbeiten. Vielleicht. Gut, das war die Halle der Helden. Und ja, was gibt's jetzt noch zu tun? Panzerposten. Gehen wir noch mal ganz kurz dahin. Das Ding haben wir. Du hast nichts mehr von uns, Christian, oder? Zapallo, du bist ja wie ein wandelndes Exploratorium. Dann geh mal los und lass es krachen. Hier drin ist auch nichts mehr. Ist das sonst noch was? Ein Hoch auf den Apfischkönig. Ja, hoch. Ein Hoch auf den Apfischkönig. Nee, sonst gibt's hier eigentlich nichts mehr zu tun. Es steht lediglich noch der Turm des Schicksals an. Wartet mal ganz kurz. Okay, ich habe gerade nachgeschaut, wie lange die Episode bereits geht und ich glaube, ich werde die Episode jetzt heute einfach ein bisschen früher beenden, weil die Level im Turm des Schicksals dauern einfach ein bisschen und vor allem der erste. Und wenn ich das jetzt noch hier draufklatschen würde, dann würde die Episode einfach viel zu lang werden. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Verständnis dafür. Wir haben jetzt sämtlichen Bonuskram, von dem ich weiß, dass es ihn gibt, abgeschlossen. Und wir haben, hoffe ich doch zumindest, auch mal bisher sämtliche Chiffre-Münzen, die es zu sammeln gibt, gesammelt. Also gut, das war's dann für heute mit Shovel Knight Plague of Shadows. Wir sehen uns das nächste Mal wieder für den ersten Teil des großen Finales, den Eingang zum Turm des Schicksals. Bis dahin, tschüss!